Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, nächste Mission, der Rhein. Mal gucken, ob das sogar die letzte Mission ist. Kommt mir irgendwie so vor, außer es kommt noch ein Sprung. Ich weiß ja nicht, wie weit die Story geht. März 1945. Wir sollen mit der 9. Panzerdivision und der 99. die Brücke von Remagen einnehmen. Wenn wir es rüberschaffen, bricht der deutsche Widerstand zusammen. Klingt wie so ein Endsatz. Mal gucken. Ich wäre so gern bei Hazel, wenn unser Baby kommt. Aber ich muss Pearson überzeugen, mich wieder aufzunehmen. Ich tue das, um Sussman zu finden, weil er dasselbe für mich tun würde. Falls ich nicht nach Hause komme, hab ein Auge auf sie, Paul. Ja, schwere Entscheidung, aber verständlich. Oh, was wird das denn? Nach was sieht's aus? Selbstmord. Geh da lieber nicht rein. Pearson hat einen im Tee. Danke für die Warnung. Der Blick so, dein Ernst? Soll das ein gottverdammter Scherz sein? Ich suche weiter nach Sussman. Holen Sie sich beim Kaplan aus. Ich kann nur Leute brauchen, die Befehlen folgen. Und Ihre Befehle, als Sie sich weigerten, Ihre Leute zurückzulassen in Kasserin? Bäm, Junge. Was haben Sie da gesagt? Die Wahrheit. Verschwinden Sie, solange Sie noch können. Davis hat's mir gesagt. Es war nicht Ihre Schuld. Sie wollten das Richtige tun für Ihr Platoon. Los, raus! Los, raus! Ich bleibe, wo ich bin. Ich sagte raus! Oh, das hat wehgetan, was? Gott, verdammt! Gut, dass man mehrere Stühle hat. Mein Befehl war es, zurückzufallen. Doch ich hielt mich für schlauer. Ich sagte den Männern, dass wir den Pass halten, bis die Verstärkung kommt. Doch die kam nie an. Das ist schlecht. Sie kam nie an. Sie haben wohl recht. Ich trage diese Schuld. Jetzt raus. Nicht ohne mein Platoon. Sie halten sich für mutig, ja? Machen Sie mal den Job Tag ein und Tag aus, während Ihre Leute krepieren. Turner hätte niemals so aufgegeben. Turner ist tot. Sein Tod soll Wert haben. Kein Opfer zu groß. Sie wissen nicht, wie es ist, Opfer zu bringen. Und was ist das? Entlassungspapiere, ausgestellt von Davis. Ich könnte heim. Ich könnte zu Hause sein. Als Held gefeiert und bei meinem Mädchen. Scheiße, mit einer Medaille. Aber ich bin noch nicht fertig. Das ist heftig. Verrückt. Verrückt ist gar kein Ausdruck. Meinetwegen. Sergeant? Jetzt folgen Sie mir, verdammt. Entweder jetzt oder niemals. Gehen Sie mir aus dem Weg. Dann sind hier alle da. Gott sei Dank. Nein, einer fehlt. Ja. Holen wir unseren Freund zurück. Ja, Corporal. Sehr gut, der Rank ist wieder da. Ist auch ganz wichtig fürs Nachleben, ne? Gibt mehr Kohle dafür, höherer Rang. Lebt, dann hinter der Brücke. Wir müssen sie einnehmen. Oh, von alle mehr Bart. Also natürlicherweise. Okay, das ist die letzte Brücke über den Rhein. Wenn der Konvoi drüben ist, sind wir mittendrin. Wir jagen sie hoch. Alles oder nichts. Das ist jetzt das Finale. Oh, fuck. Fuck, einer ist draufgegangen. Wer war das? Holy shit, MG-Stellung. Ach du meine Güte. Aha, ein bisschen Deckung wenigstens. Okay, da los, spiel nach. Yeah. Junge, der hat so eine geile Tommy Gun, ne? Fuck, er wurde getroffen. Sichern wir den Brückenzugang. Ja, Sergeant. Kommt jetzt. Boah, nach langer Zeit die M1 wieder. Sie dürfen ihre zweite Chance nicht vermasseln. Das werde ich nicht. Kommen Sie. Jawohl, Junge.
Alter, der hat so richtig geil ikonische Mafia 2 gefühlt Knarre. Oh, wieder die Mini. Auf geht's. Außerdem ins Wasser, aber ist mir scheißegal. Was haben wir noch? Jawohl, die beiden guten Waffen wieder. Da vorne ist jemand. Fuck, ein bisschen zu weit hochgezielt. Boah, ist das schwer. Nachladen. Es gibt halt keine Munitionstypen mehr wie vorher, ne? Oh, hier PPSH wieder. Die müssen da weg. Schön Zeit nehmen. Stück für Stück schießen. Oh, fuck, wer schießt denn da? MG42. Wo war das gerade? Da. Das hier extra. 17 Schuss. Mann, ist das nice. Keine Muni mehr. Oh, der war gut. Gott, hätte ich gerne einen Sniper, ne? Der muss weg. Weg mit dem. Wo ist noch einer? Der ist unser. Den schaffe ich nicht, ne. Gib mir die MG. Abnehmen. Nachladen, gehen wir links rum. Kommt sofort. 3, 2, 1. Nice. Den hat's erwischt. Zieh, 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 zieh. Kann ich ihn mutieren? Jawohl, den haben wir. Nachladen. Jawohl, Junge. Brennen sie da aus. De la Torre. Jetzt haben wir auch kein Medikit mehr, Unterstützer. Junge, alles ist weg. Warte, wer verblutet? Heldentat? LMG montieren. Ja, ich komme ja. Ich wollte nur, ich dachte, ich nehme Muni mit. Scheiß drauf. Sofort, sofort, sofort. Lass mich kurz nur hier gucken. Ich habe das Gefühl, hier ist was. So, ich schnappe die Muni hier. Ganz genau. Ja, 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 ich muss nur suchen. Ach, letzter Schuss. Komm on, komm on, komm on. Geil geschossen. Viel Munition. Noch irgendwas? Nee. Da oben war einer. Ach, der blutet eh aus. Alle tot? Alle tot. Panzerfaust. Irgendeine Sniper vielleicht? Panzerschreck. Oh, soll ich die mitnehmen? Oh, das ist eine schwere Entscheidung. Bitte. Helft mir! Trop, zu mir! Helft mir! Wir rücken zur Brücke! Ich kann meine Beine nicht bewegen! Nee, dann ist es schon zu spät. Ich flehe euch an. Ich kann meine Beine. Ja, yep, da ist er kapiert. Wir müssen sie stoppen. Was wissen wir? Die fahren schweres Geschütz auf. Verschafft ja. Uns Zeit. Wir kümmern uns um die Ladung. Nicht zu finden. Okay, ich gehe voraus. Daniels und Stiles geben den Pionieren Deckung. Bereit? Na los, gehen wir. Ihr zwei, entschärft die Sprengsätze unter dem Mauerwerk. Die Krautfresser fallen zurück. Unten und wachsam bleiben. Jo. Gleich seine Fähigkeit einsetzen am besten. Was? Jawohl. Das waren wichtige Schüsse. Und jetzt gehen wir mit der Bar. Wunderschön.
Oh, fuck. Nachladen. Jawohl. Boah, Junge. Einzelschüsse sind richtig gut, so wie in echt. Präzise, mit Munition umgehen. Alter, wie weit geht er noch? Holy shit, der lebt da hinten. Zack, Junge. Oh. Ach du Scheiße, bis hier hinten hin. Hey, Scheiße. Ja, das sind egal. Opfer ein paar und es leben mehr. Wenn es hart auf hart kommt, muss man so entscheiden, leider. Boah, Junge. Man sieht gar nichts. Hört mal. Flugzeuge. Unsere? Wir müssen schnell rüber. Nachladen. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Eine Granate! Wirf schnell rüber! Danke dir. Also die hat weniger Range, das merkt man. Wegen halbautomatisch. Ich glaube, hätte ich einen Karabiner. Sag mal. Aber solange ich auf Kopf ziele. Oh, schöner Schuss auf den Sniper auch noch. Ayello, gib mal den. Oh, yo, what the fuck war das denn? Ich bin im One-Shot. Okay, nochmal. Nachladen. Schmeiß eine Granate! Werf eine Granate! Nachladen. Hab extra Rauch und Granaten! Wirf die Signalrauch rüber! Hab einen für den! Wunder. Oh, Sniper! Ich sehe ihn nicht. Okay, scheiß drauf. Switch. Rauchgranate geworfen! Sehr schön. Gib mir Nate, gib mir Nate. Oh, Junge. Einfach aus der Hüfte feuern. 3, 2, 1. Und noch ein. Und das dritte ist auch noch gut. Schmeckt dann besser. Boah, heftig. Oh, Auto explodiert noch. Nate! Boah, gerade so noch. Umgedreht. Heilung. Hier gibt es ja kein Auto-Healing. Voll vergessen. Angewohnheit. Ich will die ganze Zeit am Spielen, aber zwischendurch kommt noch diese Multiplayer-Kacke wieder. Wunderschön. Kaum Muni. Letzten Schuss. Ich glaube, ich muss wechseln. Jawohl. So, wo ist der MG42? Ich nehme die nochmal mit. 3 Schuss, dein Ernst? Dankeschön. What the fuck war das denn? Ey, sag mal. Ja, gehen wir rein. Scheiß auf. PPSH wäre auch möglich. Daniels, den restlichen Turm sichern. Sofort, sofort, sofort. Lass mich kurz hier durchgucken. Keine weiteren Fallen oder so. Okay, nichts. Ab nach oben. Ich geh. Wenig Munition. Nachladen. Munition mitnehmen. Alles nachladen. Alles durchladen. Ah, ist schon automatisch nachgeladen. Noch das Magazin. Das ist ja schön. Einfach durchgerusht. Nachladen. Die 20 Schuss sind wenig, ey. Vielleicht muss ich auf die MG42 wechseln. Im Notfall. Waffe 28, aber die wollen wir nicht mehr.
dir nichts. Wunderschön. Das waren alle. Was ist das hier? Erinnerung. Okay, wichtig. Das war der Offizier. Das nehmen wir mit. Das war cool von Turner, dass er sogar dafür Munition hatte zum Schmeißen. Das war ein bisschen busted. So, ab nach unten. Noch ein Muni mitnehmen. So, let's get it. Die Flieger werden die Brücke zerstören. Oh ja. Wir müssen diese Flaks einnehmen. Dann wollen wir mal. Ja, wieder alles voll. Bewegung, los! Let's get it. Smoke, smoke. Jawohl, Junge, auf die Fresse. Überall Explosionen. Ich sag's euch, ne, jetzt habe ich so ein geiles Feeling mit dieser Story. Ich hätte so Bock auch auf Battlefield 1, ne. Ob es da eine Story gibt, Junge, die muss auch geil sein. Weil da waren ja die Animationen sogar noch heftiger, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Ja, ja, unterwegs. Oh, da ist der Soundtrack aus dem Main-Menü. Ich sehe gar nichts. Holy shit. Ich sehe nichts, ich schieße einfach nur Probe. Shotgun überall. Der hat die... Jawohl. Jetzt geht's los. Nach links! Zwei Uhr. Jetzt muss man nur wissen, von wo 2 Uhr gemeint ist, aber ansonsten, gib ihm. Daniels! Du packst das, Daniels! Treffer! Yeah! Sehr gut! Treffer! Links! Links? Wo links? Hast ihn! Sie haben dich gesehen, Daniels! Er stürzt ab! Wo genau? 12 Uhr! Fuck, jetzt haben wir eine Vision-Beeinträchtigung. Nick Daniels! 1 Uhr! Yeah, ich sehe nichts. Sehr gut. Keine Muni. Alles klar. Unsere. Unsere Flieger sind hier! Das ist gut. Und die Brücke steht noch. Jetzt greifen sie uns mit allem an, was sie haben. Aua, das tut weh. Warte, 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 warte. Gib mir Vision. Ich brauche ihre Position. Ach, deswegen. Aiello, gib mir die Granate. Aiello, wo ist der Signalraum? Danke dir. Feindaktivität. Achtung, da kommt jetzt ein fette Nate. Jawoll, Junge, ey. Feine Granate. Alles okay? Gerettet. Sehr gut, wer bist du? Corporal. Alter. So können wir das Laden überspringen. Nice, Feuerrate geil. Magazinerweiterung noch und dann ist... Oh mein Gott. Bin verletzt. Da kommt nicht jemand, ist gestorben. Quicktime-Event. Oh, das sind die Spezialtruppen. Oh mein Gott. Da dröhnen die Ohren, ey. Heilung. Feindgesichter! Sie kommen raus! Alle Mann, Waffen runter! Waffen runter! Aus Versehen geschossen aus Reflex. Es ist vorbei! Es ist vorbei! Okay.
Das haben wir geschafft. Brücke erobert. Corporal Howard. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Es ist verdammt viel mehr fällig als das. Kommt schon her! Wir haben gerade Geschichte geschrieben. Als Erste über den Rhein. Was guckst du so, Deutscher? Wir wissen von einem Gefangenenlager in der Nähe. Davis hat angeordnet, auf Autorisierung für einen Einsatz zu warten. Aber Sie wissen ja, was wir von solchen Befehlen halten. Verstanden, Sergeant. Okay. Sehr gut. Vielleicht das Sussman da. Unser Deswegen meint er das so. Unser Platoon hat den ersten Brückenkopf am Rhein errichtet. Jetzt rollt unser Konvoi ins Herz von Deutschland. Das heißt, der Krieg wäre so gut wie gewonnen. Nicht für mich. Erst wenn ich Sass gefunden habe. Und da ist schon viel Zeit vergangen, verdammt nochmal. Epilog, ja. Wir sind am Ende, Leute. Nachdem wir die Brücke bei unserer Ostmission verlassen hatten, durchsuchten wir die Lager auf dem Weg. Ich dachte, ich wüsste schon, wie Grausamkeit aussieht. Ja, das war echt crazy. Aber eins ist sicher. Ich werde diesen Anblick nie vergessen. Das ist echt crazy, wenn man das echt gesehen hat. Kriegsgefangenen, zu denen auch Sussman gehörte, in ein kleineres Lager 3 Stunden östlich gebracht. Ich konnte nur hoffen, dass er noch lebte. Das Letzte. Das sieht mir nach Arbeitslager aus. Na los. Mit der M1, wie es begonnen hat. Immer geil. Ich finde, hier sieht's verlassen aus. Schaufeln, ey. Holy shit, abgebrannt. Ja, das haben die auch noch versucht, die Beweise zu vernichten. Die müssen gerade weg sein. Da drüben ist eine Baracke. Ja. Daniels, sehen Sie sich das mit Style Simon Yellow? Wir nach. Gut. Clark Kent, komm mit. Kameras hier dabei. Hier sind genug Beweise. Sie wollten verheimlichen, was hier passiert ist. Yep. Steht auf der Liste vielleicht? Nichts, schade. Gehen wir mal rein. Ja, das war echt sowieso bestialisch, der Geruch. Am meisten auch die ganzen Bergleichen, wenn man die Dokus gesehen hat, das ist echt crazy. Hol die Kamera raus. Die Welt muss es erfahren. Junge, viele Tage, die hier gekreuzt haben. Guck mal, wenn man das zusammenzählen würde, ey. Holy shit. Sie mussten dahin vegetieren wie geil gemacht. Wie es aussieht, gab es hier nichts als Prügel, Knochenarbeit und Hungerrationen. Yep. Spitzhacke. Junge, ey. Hier drüben. Da wirklich, wenn man sowas erlebt, ich glaube, da würde man lieber sogar im Kampf sterben, anstatt so hier zu sein. Sogar wenn man am Ende überlebt, kommt auf an. Nazis haben unsere hat sich Leute das gelohnt. Kaltblütig ermordet. Kein Feuer der Welt macht das ungeschehen. Ich schätze, hier wurde ein Exempel statuiert. Yep. Ja, eine Kugel in den Kopf ist manchmal sogar der leichtere Weg. Heftig. Sie haben die Schwächsten abgeschlachtet. Alle, die zu langsam waren. Yep. Daniels, hier drüben. Und jetzt habe ich wieder mehr Mausgeschwindigkeit. Daniels, das müssen Sie sehen. Die Spur führt zu den Feldern. Da wurden Sie hingetrieben. Dann ist das unser Ziel. Erwarten Sie nicht zu viel, Corporal. Es war ein Versprechen an Sassmann. Wir finden ihn. Ob wir ihn lebend finden, ist was anderes. Oh, dann hoffen wir mal. Sussman! Oh, lol.
ihn! Es ist wie ein Teufelskreis. Was ich getan habe. Was ich hätte tun sollen. Als ob mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet hat. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Ist er wirklich gestorben? Ist dort im Schnee gestorben. Oh mein Gott. Nur weil ich nicht. Also ich hatte schon die Ahnung. Verdammt, aber diese eine Traum dachte ich. Du wirst nicht sterben, Bruder. Nicht jetzt. Nicht heute. Jasmine! Das ist heftig. Das Ding ist, die meisten, die in solchen Arbeiterlager waren mit der Hungerreaktion, die waren ja wirklich abgemagert bis zum Gehtnichtmehr. Das war wirklich nicht mal mehr Grenze, sondern wirklich so 1% noch. Da war wirklich nur noch so von wegen, wer oder die Willenskraft hatte oder genetisch bedingt einfach länger überlebt hat. Schießt hier. Deutsche. Soldaten irgendwo. Keine Zeit, sich umzugucken. Man muss aber trotzdem vorsichtig sein, man will ja nicht am Ende sterben. Schüsse. Wir kommen näher. Noch ein Gefangener. Jasmine! Doppelt hält besser, nur deswegen. Jasmine! Ach du Scheiße, ist er dünn. Ich träume wohl. Was ist geschehen? Ich dachte, wir bleiben zurück. Und ich sterbe hier ganz allein. Hier, trink. Schön langsam. Es ist schwer, aber er muss es tun. Du hast immer auf mich aufgepasst. Das Ding ist, in echt waren die noch mehr abgemagert. Das ist ja das Heftige. Es gibt nämlich nur eins, was dich auf dem langen Marsch antreibt. Und das sind die Brüder, die bei dir sind. Gott sei Dank hat er überlebt. Die Geschichte rief, bis auf Turner niemanden verloren. Und sie folgten. Von überall her zum Kampf für Frieden und die Freiheit. Ich danke ihnen. Und die Welt dankt ihnen. Und 8 Wochen später. Sie, sein werden, sie gehören für immer zu einer Bruderschaft von Helden. Ja, das war's, Freunde. Jasmine wollte, dass du den kriegst. Ja, du brauchst ihn mehr als ich. Wegen Junior. Hast du wohl kein Vertrauen? Ja, das wird schon. Gentlemen. Queens! Der verlorene Sohn kehrt heim! Und, kommst du zurecht? Metropolis hoch. Sergeant. Kehren Sie jetzt heim? Ich bin daheim. Ja, das ist echt so. Wollen Sie nicht auch bleiben? Ich vermisse Texas schon viel zu lang. Alles Gute, Bauernjunge. Danke. Und wenn mein Sohn fragt, wo ich war, sage ich, ich war bei der Ersten. Und dem irren Bastard Pierce. Hm. Gar kein Ausdruck. Falls du mal nach Chicago kommst. Sehr gerne. Oder vielleicht überrasche ich dich zuerst in Longview. Du wärst willkommen. Weißt du, als sie uns mitnahmen, raubten sie uns nicht nur die Freiheit. Auch wenn wir zusammen waren, waren wir doch allein. Es ging uns nur ums Überleben. Aber du hättest als Held heimfahren können. Warum bist du es nicht? Ich sah dieses Leben. Ich konnte es nicht. Bis zum Schluss. Wunderschön. Holy shit. Bis zum Schluss. Das Heftige ist ja, die waren ja so abgemagert. Die durften ja nicht sofort viel essen. Es wäre, ich glaube, irgendwie was mit dem Magen passiert, ich glaube, oder so. Da gibt es ja irgendwie so ein...
ein Punkt, wenn man nichts gegessen hat, lange muss man langsam anfangen. Weil das kann man, glaube ich, davon sogar, glaube ich, sterben oder so hieß es. Irgendwo war das mal im Beitrag oder so. Oder in der Serie. 2 Wochen später nochmal, holy shit. Der Traum war anders letzte Nacht. Diesmal kamen wir nach Hause. Zusammen. Ich höre immer noch die Wölfe, Paul. Manchmal sehe ich sie sogar. Du brachtest mir bei, sie abzuwehren. Darum gehört das dir. Weil ich durch dein Opfer lernte, dass ein Held alles riskiert für seinen Bruder. Und für mich bist du beides. Boah. Schön unterm Baum, das ist echt ein schöner Ort. Wunderschöne Story, muss ich ehrlich sagen, auch schön geschrieben und so weiter. Natürlich nicht so lang, wie man so natürlich sich immer wünscht, so richtig lange, lange spielen für den ganzen Krieg, aber ist richtig schön gemacht. Hat mir gefallen, also wirklich sehr, sehr gute Story. Also für Call of Duty-Verhältnisse und sogar für die späteren Verhältnisse, weil wir wissen ja, die frühen Call of Duty sind ja OG, also wirklich immer geil, ne, auch in Erinnerung. Aber ich sag mal so, wenn die älteren Spiele auch solche Mittel gehabt hätten wie die heutigen, holy shit, wie gut die gewesen wären. Sogar noch besser als in Erinnerung. Aber das ist richtig gut, also echt ein guter Abschluss für Call of Duty-Verhältnisse. Wir werden sehen, was noch kommen wird, ne? Für Stories, was für Spiele kommen werden und so weiter. Wenn wieder gute Spiele kommen, für gute Zeiten, ob Weltkrieg oder Gegenwart. Bei Zukunft bin ich immer ein bisschen so, bei Call of Duty in dem Bereich immer ein bisschen vorsichtig, weil Infinity War und so, wo ich da immer ein bisschen mitbekommen habe, das war nicht geil, ne? Und das spricht mir auch nicht so an. Ich finde, Call of Duty ist immer richtig gut, wenn es um Gegenwart geht oder um Vergangenheit. Und da gibt es auch noch genug Geschichten. Deswegen. So. Dann überspringen. Oh, diesmal liest er nicht vor. Seit ich ein Gewehr halten konnte, wollte ich wie du sein, Paul. Du hast mir gezeigt, dass es darum geht, für deinen Freund neben dir zu kämpfen. Und wenn du Glück hast, überlebst du mit einer intakten Seele. Boah, das hat Bock gemacht, ohne Scheiß. Also ich finde das ganz... Boah, Alter, der Soundtrack. Das Gun-Gameplay war richtig schön, ey. Muss ich ehrlich zugeben. Das hat richtig Spaß gemacht, das Game. Von den Cutscenes, von der Story, vom Gameplay her. In den Kommentaren hat ja einer geschrieben, dass das Game Hate bekommen hat. Ich weiß nicht, ob das speziell vielleicht nur Multiplayer war oder Zombie-Modus, gibt's ja auch noch. Aber ich finde, die Story, die war cool. Die war richtig gut, hat mir gefallen. Also ich glaube, jetzt könnte ich natürlich sagen, für die damaligen Verhältnisse vielleicht Vollpreis ein bisschen, könnte man sagen, zu viel wegen kürzerer Story. Aber ich finde so im Angebot für ein 20 ist das ein richtig, richtig gutes Spiel. Sogar für 30 Euro ist es richtig gut. Also es hat richtig Spaß gemacht. Und sogar dann bleibt ja immer noch der Zombie-Modus. Ist ja für viele auch ein schöner Modus zum Spielen. Deswegen, Leute. Mal gucken. Vielleicht machen wir auch mal eine Battlefield 3. Ich muss mal gucken, ob es da eine gute Story gibt. Also ich weiß, ich habe Battlefield 3 damals gespielt. Das ist auch schon so lange. Ich habe es niemals in 4K gespielt. Vielleicht machen wir auch eine Battlefield 3 durch. Wir sind ja immer noch gerade Assassin's Creed am Durchzocken. Als nächstes kommt ja noch Ghost of Tsushima. Ich weiß nicht, ob direkt nach dem hier, ich glaube nicht. Weil da ist noch ein bisschen Zeit hin. Stimmt ja. In Zukunft können wir nicht reisen. Ja, mal gucken, was wir noch rausholen. Für die 1-2 Wochen, bevor Ghost of Tsushima rauskommt. Aber ansonsten, Leute. Wenn euch das Projekt gefallen hat, lasst ein Like, Abo und Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.